Hallo Formel 1 Fans und willkommen zur Premierenfolge meines neuen Formats Hit the Brakes, in dem ich euch meine Bremspunkte zeige. Für alle, die es noch nicht wissen, ich bin seit Ende Juni ohne Fahrhilfen unterwegs und hatte bisher nur noch Schwierigkeiten. Aber ich habe weiter trainiert und mich verbessern können. Natürlich ist mir klar, dass es da draußen Fahrer gibt, die das besser können als ich. Es gibt 6 verschiedene Dinge, den Bremspunkt zu verlängern. Da hätten wir Windschatten, DRS, Flügelschaden, Reifenabnutzung, Benzinlast und das ERS. Ich werde also Folgendes machen. Auf jeder Strecke werde ich euch meine Bremspunkte im Trockenen als auch im Nassen bei einem 5 Sekunden Standbild zeigen und etwas zu dem Bremspunkt sagen, wo genau dieser Bremspunkt ist, zum Beispiel Beginn eines Curbs und so weiter. Mein Konzept sieht für dieses Format wie folgt aus. Eine Runde aus einem Training mit 55 kg Sprit an Bord und Softreifen im Trockenen und Full Wheels im Nassen. Das Ganze simuliert ein Rennen zum Start. Welche Strecken als nächstes dran sind, seht ihr hier in dieser Grafik. Also, legen wir los mit der Erklärung meiner Bremspunkte auf dem Albert Park Circuit. Der erste von 8 Bremspunkten ist kurz nach dem 100-Meter-Schild, dort wo die neue Absperrung beginnt. Beim zweiten Bremspunkt tretet ihr kurz nach 100 Metern in die Bremsen, genauer gesagt kurz vor dem LED-Board oben links. Der dritte Bremspunkt ist fast genauso wie der erste, zwischen dem 100 Meter und dem 50 Meter Schild beim Ende der Absperrung. Der vierte Bremspunkt ähnelt dem dritten, Bremsen zwischen 50 und 100 Metern kurz nach dem Ende der weißen Linie. Beim fünften Bremspunkt schmeißt ihr den Anker erst nach dem 50-Meter-Schild. Der sechste Bremspunkt befindet sich wieder zwischen dem 100- und 50-Meter-Schild bei etwa 80 Metern. Der siebte Bremspunkt befindet sich kurz nach der horizontalen weißen Linie nach dem 50-Meter-Schild. Der finale Bremspunkt befindet sich kurz vor dem 50-Meter-Schild bei roundabout 60 Metern. Der erste Bremspunkt ist vor dem Ende der Absperrung noch vor dem 100-Meter-Schild. Der zweite Bremspunkt befindet sich vor dem 100-Meter-Schild bei etwa 110 Metern. Beim dritten Bremspunkt ist es fast genauso. Vor dem 100-Meter-Schild wird in die Eisen getreten. Und auch beim vierten Bremspunkt wird vor dem 100-Meter-Schild der Anker geschmissen. Beim fünften Bremspunkt bremst man zwischen dem 100 Meter und dem 50 Meter Schild kurz vor dem LED-Board oben rechts. Beim sechsten Bremspunkt wird erneut kurz vor dem 100 Meter Schild gebremst. Beim siebten Bremspunkt tretet ihr kurz nach dem 50-Meter-Schild ins Pedal und kurz vor dem Ende der oberen Fangzone.
Beim letzten Bremspunkt bremst ihr kurz nach der Absperrung deutlich vor dem 50-Meter-Schild. Das sind meine 8 Bremspunkte auf dem Albert Park Circuit in Melbourne. Unten in der Videobeschreibung befindet sich ein Link zu einem Google-Dokument, wo ich jede Kurve noch einmal aufgeschrieben habe, wo genau ihr dort bremsen müsst, sowohl im Trockenen als auch im Nassen. In diesem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, dann Daumen nach oben und wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann lasst ein Abo da, das würde mich freuen. Bis zum nächsten Video und ciao.